Er ist der bekannteste Roboterhund. Spot erstellt 3D-Modelle von Gebäuden und scannt Baustellen. Start-up-Gründer Daniel Höller hat so einen im Büro. Er hat sich vor der Gründung seines Startups auf der Plattform Hubert informiert. Wir nutzen handelsübliche Laserscanner und Kameras, die wir dann zusammenbasteln oder fertig verwenden und einerseits auf den Spot, also unseren Roboterhund, drauf montieren. Startups und Gründungen sind die Blutauffrischung in der oberösterreichischen Wirtschaft. Das brauchen wir. Wir von jeder Neugründung strahlen Impulse aus, die unser Land auch voranbringen. Bei der langen Nacht der Startups in Linz sprechen Gründer über ihren Weg. Der ist nicht immer einfach. Man hat einen Plan, den macht man, dann geht, der geht aber nicht geradeaus, sondern es geht immer um die Kurven. Die Gründerszene hat sich wirklich brillant entwickelt. Es gibt unglaublich spannende Gründer und Gründerinnen in Oberösterreich. Aber was es vor allem in Oberösterreich nur gibt, ist ein wahnsinnig großartiges Netzwerk, ein kreativer Nährboden, damit sie überhaupt diese Gründerinnen einfach entfalten können. Wenn man dann sieht, die jungen Gesichter, die Leute, die sich dafür interessieren, das macht mich dann schon sehr optimistisch und zuversichtlich für die Zukunft, dass da trotzdem was weitergeht und dass die Innovationen, die wir ja so dringend brauchen, auch trotzdem dann da noch gelebt werden und da sind. Gründer und Startups holen sich auf der Plattform Hubert die passenden Kontakte. Das sind alle Partner, die hier in Oberösterreich gemeinsam zusammenhelfen, um Gründer auf ihren Entwicklungsweg zu begleiten. Das Gründerservice, Tech2Bee, die Kolleginnen und Kollegen hier an der JKU, an der Fachhochschule, ein ganz breites Team von sehr erfahrenen Menschen. Grundsätzlich haben wir über 6.000 Neugründungen, was wirklich für uns jetzt gesehen eine tolle Zahl ist. Das heißt, die jungen Unternehmer sind nach wie vor mutig und trauen sich zu gründen. Und natürlich, das Thema Selbstständigkeit ist auch in den Köpfen. Und auch wenn einmal eine Krise da ist, sind die Leute trotzdem nicht so, dass sie den Kopf in den Sand stecken. Das macht auch er nicht, der Kärntner Andreas Czas. Er unterstützt Unternehmer dabei, klimafreundlicher zu werden. Tipps, die auch er mit seinen Mitarbeitern umsetzt. So wie wir haben zum Beispiel einen Teamtrip nach Paris gemacht, mit dem Zug und sind zu Coldplay gefahren und das ist ein sehr klimafreundliches Konzert. Wir haben eine unglaublich coole Zeit gehabt und waren trotzdem klimaschonend unterwegs. Vom Klimaschützer zum Roboterhund. Startups sind vielfältig, haben viele Ideen. Nicht jeder schafft den Durchbruch. Ihnen ist es aber gelungen.